was bemerkenswert ist. Ich habe drei Bereiche mal rausgegriffen, die bemerkenswert sind. Depressionen, Abhängigkeitssyndrom, ADS hatte ich schon erwähnt, aber auch, es gibt Berichte von Schizophrenie, Angststörung und Sozialphobie, wo Cannabis ein Therapeutikum ist. Das ist erstmal ziemlich paradox oder für viele Ärzte würden sich die Nackenhaare stellen bei der Vorstellung, dass man jemand mit Depressionen oder Schizophrenie noch Cannabis zusätzlich gibt. Das war bis vor 15 Jahren noch das vollständige Tabuthema. Auch heute sind auch viele Ärzte da sehr, sehr reserviert, was natürlich gerade für Betroffene ein riesiges Problem ist. Also wenn sie merken, ihnen hilft das eigentlich, aber sie dürfen es ihrem Psychotherapeuten, Psychiater nicht erzählen, schwierige Sache, das ist eine Sache, die kommt immer mehr. Und gerade was Depressionen angeht und ADHS, das sind auch durchaus Diagnosen, für die Menschen in Deutschland inzwischen Ausnahmegenehmigungen bekommen haben. Bei ADHS weiß man zusätzlich, dass auch viele Menschen, die vielleicht auch noch gar keine Diagnose haben bezüglich ADHS, Cannabis auch einsetzen, vielleicht auch unterbewusst, um ihre noch nicht mal diagnostizierte Krankheit zu therapieren. Und wer einige Menschen kennt mit ADHS in unterschiedlichsten Varianten, die sind teilweise ziemlich unausstehlich, wenn die nichts zu rauchen haben. Ein zweiter Bereich, der sehr bemerkenswert ist, sind Zivilisationskrankheiten und Seniorenleiden, habe ich es mal getauft. Man weiß, es gibt bei Typ 2 Diabetes wirkt Cannabis präventiv. Auch das ist, also wenn man sich Diabetes anschaut, ist das auch eine gewisse Überreaktion oder ein aus dem Gleichgewicht geraten des Körpers, wo Cannabis entsprechend ansetzen kann. Und gerade wenn es um Senioren geht, sollte man auch im Hinterkopf haben, dass ältere Menschen mitunter sehr, sehr viele Medikamente nehmen, teilweise querbeet, mit heftigsten Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Also und da hat Cannabis auch einfach die Möglichkeit, ne, entweder komplett zu ersetzen oder zumindest die Dosis zu reduzieren, wo die Eigenschaften von Cannabis, dass es halt keine schädlichen Wirkverstärkungen hat, wie Opiate zum Beispiel in Kombination mit anderen Beruhigungsmitteln oder Schlafmitteln, dass es keine lebensbedrohlichen Überdosierungen geben kann. Also selbst wenn jemand schon relativ viel Valium intus hat oder Opiate, dann würde der, wenn er zum Beispiel noch Alkohol dazu konsumieren würde, leicht in eine lebensbedrohliche Situation kommen. Wenn er dann noch kräftig kiffen würde, würde er dieses Problem nicht erhalten. Wir haben die schon erwähnten wünschenswerten gegenseitigen Verstärkungen und damit halt die Möglichkeit, Dosierung zu verringern. Wenn man sich mal, ich habe hier mal eine Liste zusammengestellt an Krankheiten, die gerade ältere Menschen haben oder auch Zivilisationskrankheiten, die auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, also auf das Gesundheitssystem zukommen werden, oder eine riesige Herausforderung darstellen. Es fängt an mit Diabetes, da wirkt Cannabis präventiv. Wir haben Alzheimer, da hilft es gegen die Verwirrung und die Nahrungsverweigerung. Wir haben auch einige Erkrankungen, natürlich Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzerkrankungen, wo Cannabis nicht explizit hilft, oder vielleicht ist es nicht bekannt. Aber wir haben die Arthrose, wir haben Bronchitis, Rheuma, unterschiedlichste Augenleiden. Wir haben Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit, auch gerade bei älteren Menschen, ein sehr, sehr verschwiegenes und verdecktes Problem, aber es ist vor allem psychische Erkrankungen, haben wir auch bei älteren Menschen noch und nöcher. Gerade wenn es auch mitunter um lange umgetragene posttraumatische Stressbelastung und ähnliche Sachen geht, könnte man jetzt das Fass auch noch viel weiter aufmachen, was psychoaktive Medizin angeht, wenn es um MDMA, Psilocybin und ähnliche Substanzen geht. Da könnte man viel, viel Leiden, viel verstecktes, runtergeschluckte Leiden beseitigen und angehen. Wir haben Schmerzzustände von älteren Menschen, was zwar keine Erkrankung ist, sondern eher Symptom, aber natürlich auch die Lebensqualität mindert. Und das ist ja eigentlich das, was man die Gesundheitssystem angehen sollte oder die Medizin angehen sollte, nicht nur einfach todbringende Krankheiten zu vermeiden, sondern auch Leiden und Lebensqualitätseinbußen abfedern. Schmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, alles typische Erkrankungen von Senioren und auch Krebs. Wir haben schon gehört, bei einigen Symptomen kann Cannabis da helfen. Vielleicht auch bei der Grunderkrankung. Das wäre im Prinzip die nächste Folie. Das ist jetzt durchaus ein Bereich, wo es die ideologischen Schranken auf beiden Seiten, also sowohl von den Leuten, die sagen, Cannabis ist sowieso ganz des Teufels, oder auch von Leuten, die durchs Land ziehen und predigen, Cannabis heilt Krebs, lass die Chemotherapie sein, lass die Bestrahlung scheiden. Die gibt es auch, die halte ich persönlich für brandgefährlich. Der Stand der Dinge heute ist, also wir wissen, bei Schmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, keine Frage, wirkt Cannabis.
Ob es bei Krebs auch wirkt, wissen wir nicht. Das ist ein großes Fragezeichen, da gibt es noch sehr viele unbeantwortete Fragen. Es gibt viele, viele Einzelfallbeispiele, sowohl irgendwelche YouTube-Videos, wo irgendwas behauptet wird, aber auch im Prinzip so halbklinische Fälle, wie zum Beispiel in der Dokumentation, über die wir vorhin gesprochen haben, wo also in Cannabis auch in Israel eingesetzt wird, bei Kindern, die unterschiedlichste Krebserkrankungen haben, eigentlich gegen Symptome der Krankheit, wo man dann auch gemerkt hat, oh, der Krebs selbst geht zurück. Wie gesagt, das ist noch kein Beweis, aber es zeigt zumindest, dass wir da einen sehr großen Forschungsbedarf haben. Und wenn man sich anschaut, wie groß das Leid und auch die Belastung für das Gesundheitssystem sein wird in den kommenden Jahren, was Krebs angeht, weil Krebs wird immer mehr werden, weil die Menschen immer älter werden, wäre es zumindest angeraten, da mehr in die Forschung zu investieren. Bisher haben wir halt primär Tierexperimente und Zellversuche. Sowas kann halt nur Hinweise liefern. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser, bevor die Stimme ganz weg ist. Wir sind noch halb durch. Ich hoffe, dass eure Aufmerksamkeit hält noch. Ja, also nachgewiesen sind gewisse krebshemmende Eigenschaften. Was hier wieder der Fall ist, wie auch bei vielen anderen Erkrankungen inklusive Medikamenten, es macht auf jeden Fall Sinn, Cannabis zusätzlich zur konventionellen Therapie einzusetzen, weil es hilft gegen die Symptome und vielleicht gibt es ja einzelne Krebserkrankungen, wo es auch eine heilende Wirkung hat. Das sollte man zumindest zusätzlich nutzen, auch weil sich, das sagen zumindest einige der Berichte, der Erfolg relativ schnell einstellt, während Chemotherapie, Bestrahlung oder Sachen sind, die über einen sehr langen Zeitraum gehen. Also das, um mal so drei Aspekte zu nennen, wo vielleicht auch ein gewisser Überraschungseffekt dabei wird oder auch nochmal klar wird, wie hoch die Bedeutung von Cannabis als Medizin ist. Das ist nichts, was sich ein paar Kiffer oder ein paar Hippies reinziehen, damit sie sich noch ein bisschen besser fühlen, sondern wir können damit einige Erkrankungen angehen, die eine sehr hohe, auch gesellschaftliche Bedeutung haben und weit über das Individuum hinausgehen. Ich komme jetzt zur Situation in Deutschland. Da gab es vor 3 Jahren ganz seltsame Überschriften. Hier irgendwie Haschisch als Medizin, Schwarz-Gelb gibt das Hanf frei und viele ähnliche Überschriften. Also da wurde so getan, als ob die Bundesregierung damals Cannabis als Medizin legalisiert hätte. Die Presse war wie häufig beim Drogenthema ziemlich inkompetent. Vielleicht war es nicht schlecht, dass die Berichterstattung so war, weil wenn dann selbst eine CSU, also eine Regierung, wo die selbst die CSU mitbeteiligt ist, dann plötzlich so Aktionen macht, dann kann es ja doch nicht mehr ganz so schlimm sein. Außer man nimmt dann so schön schizophren bayerische Überschriften wie schädlich für Gesunde, nützlich für Kranke. Also bayerische Zeitung. Was damals passiert ist, das Einzige, was damals gemacht wurde, ist, dass Cannabis als Fertigarzneimittel, also Zubereitungen, die als Fertigarzneimittel zugelassen sind, diese sind jetzt verschreibungsfähig und verkehrsfähig, also was Pharmafirmen angeht, sind Cannabis und Teile davon, die zur Herstellung von solchen Zubereitungen verwendet werden. Also das Einzige, was jetzt verschreibungsfähig ist, sind Fertigarzneimittel. Das ist, wie wir gleich sehen werden, eine ziemliche Einschränkung. Man könnte das Ganze auch Lex Sativex nennen, weil kurz nachdem diese Änderung durchging, gab es dann halt auch entsprechend die Zulassung für ein Fertigarzneimittel, ein exorbitant teures. Nur dieses Arzneimittel mit der Zulassung ist ja erstattungspflichtig, oder? Oder ist es überhaupt erstattungspflichtig? Also Sativex ist ja schon erstattungsfähig, ja. Also die Krankenkassen müssen es erstatten, weil es ist zugelassen. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Aber, also es war jetzt hier nicht der große Wurf, der da gemacht wurde, sondern, ich hatte ja schon erwähnt, ich bin von Haus aus Physiker, das war eher der Quantensprung. Das war die kleinstmögliche Änderung, die überhaupt machbar ist. Das ganze Zeug wird auch immer noch alles importiert und auch nicht mal in Deutschland hergestellt.
Also selbst die These, dass die Pharmaindustrie da komplett das Gesundheitsministerium, die Cannabispolitik bestimmt, da ist dieses Beispiel, sagt eher das Gegenteil. Wir haben das FDP-geführte Gesundheitsministerium gehabt, was eigentlich par excellence die Pharmalobby überhaupt sein sollte. Aber dann hätten sie eigentlich dafür gesorgt, dass jetzt massenweise fertige Arzneimittel auf den Markt kommen können und auch in Deutschland hergestellt werden. Die Erfahrung ist eher, dass ein Großteil, inzwischen die gesamte Cannabis-Forschung aus Deutschland abgewandert ist. Welche Möglichkeiten hat man in Deutschland? Also man hat auf der einen Seite insbesondere das THC oder auch das Nabilon und das Sativex. Diese sind alle prinzipiell verschreibungsfähig. Ist ein Betäubungsmittel, also da gibt es dann halt die netten gelben Betäubungsmittelrezepte. Und im Prinzip kann auch jeder Arzt das für alle möglichen Diagnosen einsetzen, also als Off-Label-Gebrauch. Bei Dronabinol ist auch nichts anderes möglich, weil es halt nicht zugelassen ist für bestimmte Krankheiten und auch Sativex ist nur zugelassen für Spastiken bei MS und nur das alleine wird durch die Krankenkassen erstattet. Das ist auch ein riesiges Problem, also wer zum Beispiel Dronabinol sich auf Privatrezept verschreiben lässt, ist gar kein Problem, also schreibt der Arzt halt einfach ein Betäubungsmittelrezept, schreibt Dronabinol drauf, Krankenkasse weg und schreibt privat drauf, kein Ding. Man hat halt nur monatliche Kosten von 200 bis 400 Euro, was gerade für Menschen, die eh eine schwere Erkrankung haben, sehr, sehr viel Geld ist. Wer eh das Kleingeld hat, der kann sich im Prinzip problemlos das beschaffen und fröhlich verkonsumieren. Das ist halt ein sehr klarer Fall von einer Zweiklassenmedizin. Noch heftiger wird die Sache bei den Cannabisblüten. Die bekommt man A, nur über eine Ausnahmegenehmigung, so der erzähle ich gleich was. Man muss austherapiert sein. Also es darf keine sonstigen Medikamente geben, die einem helfen oder die haben so heftige Nebenwirkungen. Das kann bei manchen Diagnosen wie ADHS relativ leicht sein, diesen Zustand zu erreichen, weil gerade für Erwachsene nur das Ritalin zugelassen ist, den Typ für die Dat in retardierter Form. Man kann vielleicht noch was Off-Label verschrieben bekommen, was derzeit nur eine Zulassung für Kinder mitunter hat. Also, aber dann ist man quasi schon austherapiert, weil dann gibt es nichts mehr auf dem Medikamentenmarkt. Während, ich hatte das Beispiel von der Epilepsie erwähnt, wer da sagt, Cannabis hilft mir eigentlich und ich möchte gerne eine Ausnahmegenehmigung, der kriegt eine riesige Palette an Medikamenten nochmal ab, die er alle durchprobieren darf, um nachzuweisen, dass die ihm nicht irgendwie doch besser helfen. Also das ist wirklich eine Regelung wirklich für Leute, die schon sehr, sehr weit sind in ihrer medizinischen Karriere. Und es darf halt keine Kostenübernahme für andere Cannabis-Medikamente geben. Das führt zum Beispiel zur perfiden Situation, dass Menschen, die da darum gekämpft haben, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen für den Erwerb oder auch für den Anbau von Cannabis, dann plötzlich die Krankenkasse kam und sagt, wir zahlen jetzt doch das Dronabinol. Und damit das ganze Verfahren in sich zusammengefallen ist. Es gibt einzelne Krankenkassen und Einzelfälle, wo das auch erstattet wird, aber es ist nicht schön und selbst wenn man die Ausnahmegenehmigung dann hat, kriegt man zwar sehr gutes Cannabis, aber halt für den Preis von 15 bis 25 Euro. Das liegt also diese große Spanne liegt daran, wie die Apotheker im Einzelfall drauf sind, aber der hohe Preis von mindestens schon mal 15 Euro kommt halt daher zustande, dass das Zeug allein schon in den Niederlanden von der Cannabis-Agentur für, glaube ich, 7, 8 Euro verkauft wird und dann halt als Einzelimport, als Sonderausnahmegenehmigung für nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel einzeln importiert werden muss, was halt ein riesiger bürokratischer Aufwand ist. Das wird insofern vielleicht bald besser, wenn in einzelnen Regionen sich Cannabis-Patienten zusammentun und der Apotheker wenigstens mal großen Batzen bestellen kann und dann quasi diese Kosten auf mehrere Bestellungen aufteilen kann, dann kommen wir vielleicht auf 10 Euro runter. Das ist immer noch eine ganze Menge und es wird nicht von den Kassen erstattet. Das läuft aber über die Apotheken. Das läuft alles über die Apotheken. Ja. Also, man muss mit dem Antrag, den man dann hat, noch zusätzlich, muss die Apotheke noch einen Sonderantrag nochmal zusätzlich stellen. Also man hat dann auch nur eine Apotheke, wo man dann hingehen darf und die muss auch nochmal eine Genehmigung holen, um das einzeln zu importieren. Gibt es da eine Maximalmenge oder wie viel kann man dann bestellen?
Also im Prinzip, wie viel man bekommen darf, das wird im Prinzip in der Ausnahmegenehmigung geregelt. Welche Mengen da so typisch sind, ist einer der Punkte, die ich auf meiner To-Do-Liste habe, um mal zu fragen. Aber Patienten haben halt dort durchaus auch einen Konsum von 1 bis 2 Gramm pro Tag. Ja. Das, wenn sie das nachweisen können, und meistens können sie das, haben sie im Prinzip die Genehmigung, sich entsprechend zu viel zu besorgen. Aber wenn man sich dann mal überlegt, so lassen wir es mal 30 Gramm pro Monat sein, mal 20 Euro, da kommt eine ganze Menge Asche zusammen. Also wenn man sich, ich habe jetzt leider mein Döschen im Hotel vergessen, also so ein kleines Döschen, wo dann die entsprechenden Gramm drin sind. Wenn man dann mal so einen Stapel gesehen hat, dann merkt man, also es gibt da Leute, die haben Tausende, Abertausende Euro schon in die Apotheken getragen. Und wenn sie es nicht haben, haben sie ein wichtiges gesundheitliches Problem. Oder müssen sich illegal besorgen, das besorgen, was halt auch Probleme mit sich bringt. Das sind jetzt erstmal die Möglichkeiten, die jeder Mensch in Deutschland hat. Zur Ausnahmegenehmigung, also da gibt es diesen schönen Paragraphen, Betäubungsmittelgesetz, Paragraph 3, Absatz 2, dass man halt eine spezielle Erlaubnis, also erstmal Betäubungsmittel in Deutschland sind ja nicht per se verboten, sondern man braucht halt, wenn man kein Arzt und Apotheker ist, bei gewissen Substanzen braucht man halt eine Erlaubnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wir sitzen noch in Bonn und wer eine Erlaubnis haben möchte für eine Anlage 1 bezeichnete Betäubungsmittel, also Sachen, die weder verkehrsfähig sind, für Pharmaunternehmen zum Beispiel, noch verschreibungsfähig, und da fällt Cannabis halt immer noch drunter, das bekommt man nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen und anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke. Also das sind Paragraphen, wie sonst, also zum Beispiel über den Paragraphen wurde auch der Heroin-Modellversuch damals beantragt. Und dann endet es schon relativ fix, was solche Substanzen angeht. Also für Cannabis bekommt man inzwischen, ich hatte am Anfang das Urteil erwähnt, inzwischen für den Erwerb von Cannabisblüten bei bestimmten Diagnosen, wenn man sich an das Prozedere hält, eine Ausnahmegenehmigung. Nicht einmal die Forschung bekommt vernünftig Ausnahmegenehmigung. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat, also eine Frage aus einer kleinen Anfrage der Grünen hier zitiert, wo vielleicht ein bisschen klar wird, wie so die Laune ist, also wie so die Vergabepraxis ist. Also dann hat das Büro Terpel sich soweit hinreißen lassen, sogar die Frage zu stellen, ob denn die Bundesregierung eigentlich sogar den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefährdet sieht, wenn sie das BfArM mal eine Erlaubnis erteilen würde, zum Beispiel THC-haltige Cannabis-Sorten zu wissenschaftlichen Zwecken auszustellen. Weil die gesamte Forschung, also wer in Deutschland Cannabis-Forschung machen möchte, kriegt entweder gesagt, nein, inzwischen kannst du es ja A importieren, und wenn du es wirklich am lebenden Exemplar forschen möchtest, wir hatten da auch mal einen schönen Vortrag von jemandem aus dem Pott, machen eigentlich so Biotechnologie, gucken aus dem die Pflanze eher so als Fabrik und wollten halt mal schauen, wie das funktioniert, der ist in die Niederlande gegangen. Bionorica, kennen wir alle, die stellen so viele Pflanzenarzneimittel her, sind nach Österreich gegangen, weil sie in Deutschland nicht mal als Pharmaunternehmer und nicht mal als Wissenschaftler eine Erlaubnis bekommen haben, vernünftig zu forschen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eigentlich auch so ein Nebenkriegsschauplatz-Skandal, aber so ein Nebenskandal, das, was viele dieser Substanzen angeht, das betrifft nicht nur Cannabis, auch andere psychoaktive Medizinprodukte oder Drogen mit einem therapeutischen Potenzial. Man kommt da teilweise nicht ran. Nicht mal als Wissenschaftler. Und das ist absolut heftig. Über den Paragraphen würde dann zum Beispiel auch der Modellversuch für einen Coffeeshop in Berlin möglicherweise beantragt werden. Aber das ist heute Abend nicht das Thema. Hier nochmal, ein bisschen klein, die Liste an Diagnosen, für die es schon Ausnahmegenehmigungen gegeben hat, die ist jetzt nicht top aktuell, das wird immer mal wieder abgefragt, die ist auch nicht komplett vollständig, aber die Top 4 Diagnosen sind chronische Schmerzen, also das ist so die Diagnose überhaupt, betrifft auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, sollte man nicht unterschätzen. Also wir sind in Deutschland unterversorgt, was Schmerztherapie angeht, unterversorgt, was Opiate angeht, weil die Ärzte da auch noch dieses BTMG im Kopf oder vor dem Kopf hängen haben und teilweise nicht bei Menschen, die schwerst erkrankt sind und wo klar ist, die haben immer noch ein paar Monate vernünftig versorgen können. Und gerade wenn es um sonstige Schmerzen, chronische Schmerzen, das ist eine Sache, die betrifft Millionen. Insgesamt sind es gerade ca. 200 Ausnahmegenehmigungen. MS ist eine
Tourette und depressive Störung, also eine psychische Erkrankung unter den Top 4 der Diagnosen. Alles darunter sind eher Einzelfälle. ADHS wird langsam mehr. Und da gibt es noch eine riesige Liste an anderen Sachen, die unterm Strich auch alles in die Richtung gehen. Das sind halt entweder Spastiken oder Bewegungsstörungen, es sind Entzündungskrankheiten oder es sind unterschiedliche Schmerzzustände, die man da hat. Ich spare mir das jetzt mal komplett alles vorzulesen. Wenn jetzt hier wirklich Mediziner anwesend wäre, würde mir vermutlich den Hals rumdrehen, wenn ich dann diese Tetraspastiken bei infinitaler Zerebra, ja egal, nicht richtig vorgelesen bekomme. Chronische Schmerzen ist das die Diagnose, über die wirklich viel gerade läuft. Und man hat auch den Vorteil, dass es werden jetzt auch insofern immer mehr Ausnahmegenehmigungen, weil wenn man im Prinzip ein sehr ähnliches Krankheitsbild hat, wie jemand, der schon eine Ausnahmegenehmigung hat, wird der Antrag natürlich deutlich eher auch einfach bewilligt. Hat man eine Ahnung oder einen Überblick, wie viele Ausnahmegenehmigungen tatsächlich bundesweit schon ausgestellt worden sind? Da sind es für 200 sind es gerade. 200. Also ohne die Medikamente natürlich, die verschreiben uns. Komme ich gleich zu? Hier ist die Folie. Ja, super. Die Frage beantwortet. Insofern perfektes Timing von beiden Seiten. Das Ganze wird nicht wirklich systematisch erfasst. Die Zahlen hier sind jetzt gerade, wenn es um Sativex geht und um Tronabinol, Hochrechnungen, die gemacht wurden, zum Beispiel von Dr. Krotenherben. Gerade bei Tronabinol weiß man einfach aufgrund des Verkehrs damit, also der Verkehr insgesamt wird erfasst, wie viel da importiert wird und exportiert wird und hergestellt wird. Und wenn man das dann mal teilt durch so eine übliche Dosierung, dann kommt man auf die Zahl von ca. 1600 Personen plus minus, die Tronabinol fast immer auf Privatrezept erhalten. Es gibt einzelne Personen, die es von der Krankenkasse erstattet bekommen. Das sind bestimmte Einzelfälle oder gewisse kleine Krankenkassen, die das eher mal machen. Das ist mitunter nicht unbedingt alles böse Absicht gegenüber dem Cannabis, sondern die Krankenkassen sind insgesamt sehr, sehr restriktiv geworden. Das war vor 10, 20 Jahren noch sehr viel leichter, für Sachen, die nicht im eigentlichen Pflichtprogramm waren, noch eine Kostenerstattung zu bekommen. Wir haben vermutlich ein bisschen mehr als 2000 Leute die Sativex bekommen. Auch wieder mit dem großen Fragezeichen, wie viele es genau sind, weiß man noch nicht. Wir haben jetzt 200 Personen, die eine Ausnahmegenehmigung haben. Es gibt einige, ganz wenige Personen, die Cannabis anbauen in Deutschland. Nicht, weil sie eine Genehmigung haben, sondern weil sie von obersten Gerichten freigesprochen wurden. Und es wurde gesagt, das ist ein außergesetzlicher Notstand. Also das ist eine Sache, die das Gesetz nicht regelt, vernünftig. Und es ist gerechtfertigt, dass sie das machen. Das war im Deutschen, also in den USA oder in Großbritannien, wäre das quasi das Einfallstor, sich darauf zu berufen, im Common Law, dass man darüber gehen kann. In Deutschland bringt das einem erstmal gar nichts. Also selbst wenn man exakt der gleiche Fall wäre, müsste man sich erstmal komplett durchklagen und hätte eine ganze Menge Ärger an der Backe bis dahin. Klammer auf, es gibt auch eine Firma, die Cannabis als Medizin anbaut, rein für den Export. Die hat eine ganz alte Genehmigung und spielt in der ganzen Debatte quasi keine Rolle. Der Vollständigkeit halber möchte ich sie erwähnen. Es gibt auch eine Person, die Cannabis anbaut, illegal, die jetzt gebeten hat, dass Dr. Krotenherben sowohl dem BfArM als auch der lokalen Staatsanwaltschaft einen Brief schreibt und auf diesen Sachstand aufmerksam macht, um einfach zu sagen, das geht so nicht, der macht das und der braucht das, weil die Staatsanwaltschaft diejenigen sind, die einen gewissen Ermessensspielraum haben, ob ein öffentliches Interesse an einer Verfolgung besteht. Das hat die Polizei nicht. Noch ist die Polizei immer noch nicht eingeritten, obwohl der Brief jetzt schon seit 2-3 Wochen draußen ist. Wir sind gespannt, was passiert. Ist ja auch gleich um die Ecke in Südhessen. Es gibt einzelne Ausnahmegenehmigungen zum Anbau. Also, soweit ich weiß, gibt es ganz sicher mindestens eine Person, die mal so eine Genehmigung bekommen hat. Bei anderen ist es zumindest in der Diskussion gewesen. Das Problem ist, die sind praktisch nicht nutzbar. Das erzähle ich gleich. Wo Cannabis auch eingesetzt wird, was da noch dazu kommt, ist in Kliniken. Also das ist im Prinzip nochmal eine extra Baustelle. Das wird ja dann üblicherweise nicht alles extra über die Krankenkasse, das Medikament abgerechnet. Deswegen können einzelne Kliniken das durchaus verwenden. Das so, was den gesamten Umfang angeht, was den Eigenanbau angeht, also es
Es gab dann auch eine Person, die das beantragt hat, hat das BfArM auch gesagt, ja, kein Problem. Dann gibt es halt ein paar Sicherheitsauflagen zu erfüllen sind. Also wir haben dann ein entsprechendes Gebäudesicherungssystem zu installieren und noch eine Weiterleitung der Störungsmeldung und doch eine Sirene. Also das ist so ein Kostenvoranschlag der entsprechenden Firma, die das dann installiert hätte. Plus noch Raumbewachungssysteme, Körperschallmelder, Bohrschutzfolie für die Wände. Also dass, wenn jemand versuchen würde, diesen Crawl-Room dann einzubrechen, dass dann Alarm losgeht, eine Aufschaltung zur Polizei, das Ganze muss dann natürlich noch attestiert werden, etc. In diesem Fall, letzter Stand hier, das Angebot ist 13.000 Euro, was natürlich für eine Privatperson praktisch nicht tragbar ist. Klammer auf, ähnlich wie die Sache mit der gemeinsamen Apotheke wird auch eine Frage sein, wenn man jetzt 20 Patienten mal zusammen hätte, dann sind mehr 13.000 Euro sehr schnell relativ, gerade wenn man sich anschaut, was die Leute sonst die Apotheke tragen. Aber der Eigenanbau wird halt einfach hier über bürokratische Maßnahmen, also man muss quasi in einem Safe anbauen, also in einem Safe arbeiten, dann würde man quasi seine Genehmigung bekommen. Es gibt halt auch niemanden, der das praktisch umsetzen konnte. Also eigentlich, und es gibt halt mehrere Prozesse, die halt versuchen, diese Hürden runterzuklagen, weil auch genug Richter schon gesagt haben, ihr spinnt doch. Wobei man bei allen Sachen, also wo die Leute, also wir können sehr dankbar sein für die Leute, die sich die ersten Ausnahmegenehmigungen erstritten haben. Auch das war ein sehr, sehr langer Rechtsweg. Und jetzt auch beim Thema Eigenanbau fleißig klagen. Das Problem, was man da hat, das ist alles Verwaltungsrecht. Also man beanträgt eine Genehmigung und dann bekommt man einen entsprechenden Bescheid, entweder einen negativen oder einen mit irrsinnigen Auflagen. Und man kann dann erstmal nur gegen diesen einzelnen Bescheid klagen, bis hoch bis zu den Bundesgerichten, selbst bis. Wenn das Bundesverfassungsgericht hat, auch einzelne Grundsatzurteile schon gesprochen, aber das kassiert dann immer nur den einzelnen Bescheid und dann könnt ihr halt den nächsten Bescheid ausstellen, wo mit neuen Begründen es wieder ablehnen, weswegen die Sache sehr, sehr, sehr langfristig ist. Also das macht wenig Spaß und es gibt auch, wissen wir auch, es ist auch eine ganz klar politische Entscheidung, dass dieser Rechtsweg auch jedes Mal vom BfArM bis zum Ende bestritten wird, weil die versuchen zu blockieren, was geht. Da gibt es einfach eine Dienstanweisung entsprechend aus dem Gesundheitsministerium, die da beweisungsbefugt sind. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie hoch das Potenzial wäre für die Nutzung von Cannabis als Medizin, also wenn man die Zahlen von eben mal zusammenrechnet und mal die Kliniken außen vor lässt, haben da ca. 4.000 Leute, die Cannabis in unterschiedlichsten Formen derzeit in Deutschland nutzen offiziell. Klammer auf, es gibt natürlich noch den unbewussten oder den bewussten Einsatz von Cannabis als Medizin aus illegalen Quellen. Dazu wissen wir relativ wenig. Wenn man sich anschaut, wie denn das Potenzial ist, indem man sich anschaut, Länder wie Israel oder Oregon, aktuelle Zahlen oder Prognosen, die zu erwarten sind, dann hätten wir, wenn man das auf die deutsche Bevölkerungszahl überträgt, Zahlen von 120.000 bis 1,3 Millionen potenzielle Nutzer von Cannabis als Medizin, also das 30 bis mehr als das 300-fache von dem, was wir heute haben. Da merkt man, auf welchem Niveau wir uns hier noch bewegen. Wenn man sich Cannabis als Medizin weltweit anschaut, häufig ist in diesen Ländern auch nur das Dronabinol oder Sativex zugelassen. Gerade Sativex verbreitet sich in Europa gerade relativ fix. Das hat auch was mit europaweiten Zulassungsverfahren zu tun, weil es wäre natürlich ein Medikament, in einem Land zugelassen wird, dann ist es nicht mehr ganz so leicht, auch die Zulassung woanders zu beantragen. Es gibt einige Staaten, wo Cannabis, also die Blüten auch eingesetzt werden. Das häufigste ist in Kanada, 28.000 Leute, 12.000 Leute in Israel und in einigen US-Staaten, das sind inzwischen mehr als 1 Million, wobei man hier bitte auch nochmal anmerken sollte, das, was man aus Kalifornien kennt, also wo eine sehr, sehr überliberale Vergabepraxis ist, also wo man wirklich quasi die Ärzte schon werben, hier hast du irgendwas hiervon, dann kriegst du dein Rezept. Das ist nicht repräsentativ für die USA. Also es gibt, das ist das eine Ende der Bandbreite, aber es gibt auch einige Staaten, wo die medizinische Systeme, das praktisch nicht nutzbar ist. Also, Aktivisten sagen, es ist einfacher, das Zeug auf der Straße zu bekommen, als Patient mit einer Genehmigung, als in einem Laden. Da ist die Bandbreite entsprechend groß. Kurz zur Entwicklung, ganz kurz, die Zahlen aus Kanada und Israel, das sind auch, 2016 haben wir noch nicht, das sind Prognosen, die dort Experten gemacht haben. Was ich hauptsächlich zeigen will,
es ist eine explosionsartige Entwicklung, die man da hat. Also die waren auch vor wenigen Jahren noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, hier 2007 auf dem Niveau von unter Deutschland, 2009 hier quasi null. Und es explodiert gerade. Was auch riesige ökonomische Umwälzungen mit sich bringt, weil da plötzlich ganze Cannabis-Industrien bei ihnen schnell entstehen. Auch da sind die Konditionen sehr unterschiedlich, ob Patienten selbst anbauen dürfen, ja oder nein, wer das Zeug vergeben darf. Aber es ist, wenn man sich diese Zahlen anschaut und wenn man Dr. Grotenherrn glauben darf, wird es in Deutschland auch sich ähnlich entwickeln. Dann sind wir hier halt jetzt gerade im Jahr 2013, hinken wir hier 6 Jahre zurück. Wenn es sich dann ähnlich entwickelt, dann haben wir im Jahr 2019 vielleicht auch 50.000 bzw. noch mehr, weil wir einfach mehr Einwohner haben, Menschen, die Cannabis als Medizin nutzen. Das ist also ein Thema, wo viel Bewegung drin ist.